Ich hoffe, es geht dir gut. Mir ging's nie besser, mein Junge. Aber das hier war mein erster Versuch einer Wasserlandung. Das habe ich gemerkt. Zwirni hat einen Zauberballon gepflegt, Opa schlumpf, ist so gut wie neu. Ja, der alte Zauberballon und ich haben schon erstaunliche Abenteuer zusammen erlebt. Oh, ich erinnere mich noch, wie wir über die grauen Wüsten von Numa geflogen sind. Da, wo es Eidechsen gab, die so groß wie Fermis Felder waren. Aber das ist eine andere Geschichte. Die schlimm in 1000 Formen. Kinder können damit ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Play-Doh bleibt immer weich und formbar. Unsere Knete klebt nicht, färbt nicht und ist auf Lebensmittelbasis hergestellt. Stiftung Warentest gab Play-Doh deshalb das Testurteil gut. Play-Doh, nur echt in der gelben Dose. Jetzt geht's weiter. Wenn irgendwo Gefahr droht, dann sind diese beiden stets zur Stelle. Johann und Piwi in Schlumpfhausen. Jetzt auf Pro7. Kleinen Freund gelernt. Ja, wir haben gelernt, dass fremde Geschöpfe in ihre eigene Welt gehören. Ja, und wenn wir sie von dort mitnehmen, bringen wir das Gleichgewicht der Natur durcheinander. Wartet! Willst du mich wirklich nicht mitnehmen, Opa? Kein Schlumpf hat so viel Zeit in der Luft verbracht, wie ich es getan habe. Da, schon wieder. Jetzt geht's wieder rund mit uns. Es gibt Tage, da ist der wilde Westen. Wir werden dieser Stadt zeigen, wer die Dalkors sind. Mal wieder so richtig wild. Aber egal, wer hier den Colt zieht. Ein Cowboy bleibt immer total cool. Lucky Luke, oh, dieser Lucky Luke. Lucky Luke, ab 27. Dezember, 14.15 Uhr auf Pro7. Glücklichen Kinder, denke ich, die doch noch ihre Geschenke bekommen. Dann muss ich mich einfach freuen. Ich hasse es, mich zu freuen. Aber ich kann mich wohl nicht dagegen wehren. Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Kleine Helden, weiße Strümpfe. Wisst ihr es schon? Das sind die Schlümpfe. Die Schlümpfe, jetzt auf Pro7. Hibi, bald kommt der Weihnachtsschlumpf und schon jetzt gibt es Odo Schlumpfige unser erstes Weihnachtsalbum. Odo Schlumpfige, das Album mit den schlumpfigsten Weihnachtsliedern, jetzt auf CD und Kassette. Nintendo 64 stimuliert ganz bestimmte Gefühle beim Spielen. Lebhaftigkeit kann das Resultat eines positiven Spielerlebnisses sein.
Nach einem schlechten Spiel wird alles wertlos erscheinen, sogar Geld. Ein gutes Ergebnis wird auf Sie so belebend wirken, dass Ihre Hand-Augen-Koordination beeinträchtigt werden kann. Gehen Sie nicht aus nach dem Spielen. Rufen Sie jemanden, der Sie von Ihrer normalen Tätigkeit abhält. Und jetzt noch ein Tipp für eure Wunschzettel. Fette Fete, unser aktuelles Hit-Album, gibt es auf CD und Kassette. Und die Teenie, die mag Max und Minnie Winnie. Minnie Winnie ist doch klar, ist der Kinderparty-Star. Maika macht das Würstchen. Hey Jungs, Füße runter, sonst. Hey, was ist denn das für ein Snack? Hey, Pombeer ist kein Snack. Pombeer ist ein Schmeck. Denn Pombeer schmeckt mega crisp-kartoffelig. Schmeck. Pombeer, kein Snack, ein Schmeck. Platz für den meisterhaften Mario! Du machst deine Rechnung ohne Mario, die Wunderwalze. Ich roll immer noch jeden aus dem Weg. Aha, aber nicht meine Bananen. Für einen bis vier Spieler. Mario Kart 64. Exklusiv für Nintendo 64. Wunschweihnachten auf ProSieben. Jetzt ist es soweit. Juhu! Anrufen und mitwünschen. Was? Den blauen Pfeil? Der blaue Pfeil, er kommt geschwind. Wählst du die 09, mein Kind? Magst du die Jetsons und die Feuersteins sehen? Sie treffen sich, wählst du die 10. Und wer es kross zum Frühstück liebt, der wählt die 11, damit's den kleinen Toaster gibt. Ich liebe Überraschungen. Das schönste Geschenk sucht ihr euch selbst aus. Wunschweihnachten auf ProSieben. Strümpfe. Wisst ihr es schon? Das sind die Schlümpfe. Die Schlümpfe. Jetzt auf ProSieben. Los, ich zeig euch mein Juniors Home. Mein Kaffeeprofi. Mein Turbo-Staubsauger. Und der Mega-Hit. Meine sprechende Kasse. 6 Bananen. 3 Mark. 3 plus 4 ist 7. So bringt mein kleiner Haushalt riesig großen Spaß. Junior's Home von Europlay. Das ist mein neues Magazin mit super Tiergeschichten, spaßigen Rätseln und witzigen Comics. Und einen tollen Bauernhof zum Basteln. Jetzt in deinem Taffy. Charity 98, das Megakonzert. Die Party des Jahres geht weiter mit den Superstars der Popszene in einem Konzert zugunsten krebskranker Kinder. Unter anderem treten für euch auf Blümchen, Luna, Gil, Echt, DJ Bobo, Xavier Naido und die Backstreet Boys. Charity 98, das Megakonzert. Heute 12.40 Uhr auf ProSieben. Tollwut-Info? Nein! Doch! Die Animaniacs baut jetzt neuen Spielbahnhandel. PlayStation!
Lucky Luke, der Held, der schneller zieht als sein Schatten, jeden Saloonfight besteht und am Ende die Dortons zur Strecke bringt. Lucky Luke, jetzt im Handel. Volle Möhre Schnapplachen mit Bugs Bunny. Heute Vormittag auf Pro7. Er macht die größten Erfindungen. Geht so eine Sauerei? Ja, er fliegt sogar durchs Universum. Nur einem Problem ist er ganz und gar nicht gewachsen. Seiner Mutter! Marsch ab ins Badezimmer und gründlich waschen! Aber ja. Marsch! Dexters Labor. Heute Vormittag auf Pro7. From here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play. We English Smurf feels good, so that's why we sing all day. We're doing things the Smurfy way. No one will ever find a road to a higher way. We live there happily and gay. We English Smurf feels good, and that's why we sing all day. Doing things the Smurfy way. Moment, ich helfe dir beim Einsteigen, Schatz. Jetzt sind wir die Stars, Bobby. Ja, sieht ganz so aus. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Fahren wir. Das ist Showbusiness. Tja, zwar dauerte unsere Karriere beim Film nur einen Tag, aber was soll's. Wie Bobby sagen würde, lieber einen Tag lang jemand sein, als ein ganzes Leben lang ein Niemand. Das ist ja eine irre Aufregung. Jetzt muss ich mich erst hinlegen. Rock'n'Roll Daddy, jetzt auf Pro7. Werbung. Landung frei für UFO Kinderquark! Mit neuen Spielfiguren aus dem Weltall! Hier die sensationelle Space Crew! Sowas von peppig, sowas von poppig, sowas von cool, sowas von clever! Jetzt in UFO Kinderquark und Schoko-UFOs! Onken, sowas von gut! Wer hüpft denn da so lustig rum? Tigger! Hüpf, Tigger, hüpf! Frech und fröhlich, so ein Spaß! Dein bester Freund, der neue Hüpf mit mir, Tigger. Tigger! Von Mattel. Tiefall. Nichts ist wertvoller als Fitness und Gesundheit. Deshalb gibt's den Tiefall-Grill mit dem Kontaktsystem. Antihaftbeschichte ist leicht zu reinigen und die abgedeckte Heizschlange verhindert, dass herabtropfendes Fett verbrennt. Das ist gut für Ihr Gegrilltes. Und gut für Sie. Tiefall macht Laune. Also, wer ist unser Feind? Die neuen M&M's Minis? Du hast es erfasst. Also geh jetzt darauf und hol sie dir. Los jetzt! Also ich... Jetzt hört mal zu! Die neuen M&M's Minis, da kommt eine Menge auf euch zu. Und was machen wir jetzt? Um Verzeihung bitten. Imagine there's a place for all of us to be free. Time to change. Good Life, the new fragrance from Davidoff. Ganz neu, der Landkäse von Landliebe. Der Landkäse mit bestem, vollem Geschmack. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Jetzt neu an der Käsetheke. Crystal Ball. Mit Crystal Ball könnt ihr spielen. Crystal Ball. Und viele Dinge ausprobieren. Crystal Ball. Der Crystal Ball geht ganz allein. Gestalte dir jetzt. Volle Möhre Schnapplachen mit Bugs Bunny. Jetzt auf Pro7. Werbung. Die Maus. Jetzt neu. Für den Gameboy. Playmobil präsentiert neue Western-Abenteuer. Heute großer Goldtransport. Banditenfalle, schnell ins rettende Fort. Verdammt schief gegangen.
Wow, fette Beute. Der Playmobil-Goldtransport, jetzt neu im Spielwarenhandel. Wir sind die Barclays von Zapf. Ja, das ist Spaß. Wir trinken aus dem Fläschchen und machen es ganz nass. Die Bubbly Babys trinken aus dem Fläschchen, machen ins Töpfchen und können gebadet werden, so wie richtige Babys. Die Bubbly Babys, jetzt wasserdicht von Zapf. 249 Mark für Nintendo 64 und den absoluten Klassiker Super Mario. Wie wollen Sie dem noch widerstehen? Herr Kollege, sehen Sie, was ich heute in der 7B erbeutet habe? Nintendo Mini Classics. Herr Schut, das muss ich sehen, das fehlt mir. Das habe ich erbeutet, das gehört mir. Und jetzt habe ich sie alle. Alle? Donkey Kong, Super Mario, Fire und Parachute? Ich will den Parachute um jeden Preis. Jetzt hole ich ihn mir. Nintendo Mini Classics. Wer sie nicht alle hat, hat sie nicht alle. Ich gebe dir eine Eins, du gibst mir den Parachute. Jetzt geht's weiter. Er ist faul, frech und fährt voll ab aufs Federvieh. Lupo! Hallo, Wolfi! Der Wolf, den alle Tiere mögen und manche sogar lieben. Nur einer kann ihn gar nicht riechen. Ich verkloppe den Wolf, wann ich es will. Aber das ist auch ein hundsgemeiner Köter. Der neue Trickspaß auf Pro7. Lupo Alberto, da lachen ja die Hühner. Start nächsten Sonntag um 8.40 Uhr. Das ist die große Kuttelbahn. Ich hau die alles hoch und fahr mich ran. Sie macht sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne mit uns lacht. Hier kommt ein super Knüller, Knallbonbon. Da sprüht der Witz, da geht es rund. Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, Lachen ist gesund. Das ist die große, bunte Bahn. Ich schau und wir sind alle mit dabei. Das ist für jeden was, das wird ein Riesenspaß. Das Liebe gilt die Bühne frei. Pro7 präsentiert, die Schlümpfe kommen in die Stadt. Für das einzige Schlumpfmusical der Welt gibt es pro Stadt 50 Eintrittskarten zu gewinnen. Und wir verlosen 3 Schlumpfgeländewagen von Suzuki. Mitmachen lohnt sich. Es ist ganz einfach. Wie heißt das Dorf, aus dem die Schlümpfe kommen? Wenn du es weißt, ruf an 01805 335566 oder schreib uns die Lösung. Infos dazu im Pro7-Text und im Internet. Familienzuwachs bei den Sievers. Unser lautes Heim. Jetzt auf Pro7. Scheißpiste. Harte Gegner. Neu für N64. V-Rally 99. Mehr als nur Gas geben. Ich bin wieder hier. Hey, zu Weihnachten gibt's was auf die Ohren. Blümchen, die Kelly Family, Sascha, Aaron Carter, die Spice Girls, Richie und viele andere. Tigerentenclub Folge 5 auf CD und Kassette. Es ist der Wahnsinn. Auch bei der Moonrace 2011 bestimmen die Hexwheeler wieder eindeutig das Geschehen. Beide Wagen liegen weit vorne. Boah, der Super Looper. Sie liefern sich ein packendes Finale im härtesten Rennen des Universums. Und das ist schon das Ziel. Miller, Miller, ja! Hexwheeler 2011, funkgesteuert, fühl dich schon jetzt im Handel. Der Hexwheeler von Tronico, die Rakete auf Rädern. Boah. Es ist riesig, mit riesen Zähnen, roten Augen. Und Schweine fliegen. Nein, Bären fliegen. Hier kommt Banjo-Kazooie, das headbangende, rumfliegende, steinhüpfende, eierwerfende Duo Banjo-Kazooie. Nur für Nintendo 64. Auch an diesem gefährlichen Ort steht Al seinen Mann. Denn Al Bundy ist keiner, der aufhört. Das wäre ja auch gelacht bei dieser stattlichen Erscheinung und diesem sicheren Auftreten. Eine schrecklich nette Familie. Montag bis Freitag am frühen Abend auf Pro7. Du bist niemals besser gewesen. Schrecklassnach, ich bin erledigt. In 2 Stunden werde ich mich vor 1000 Leuten zum Trottel machen und ich